Die Fortuna meldete dem Deutschen Fußballbund nach amtsärztlicher Untersuchung 13 ihrer Profis spielunfähig. Das für vergangenen Freitag angesetzte dritte Relegationsspiel im Düsseldorfer Rheinstadion wurde daraufhin abgesetzt. Borussia Dortmund erfuhr erst 24 Stunden vor Spielbeginn von der Absage. Wir waren zum Beispiel in der Vorbereitung natürlich entsprechende Schritte voraus und mussten die auch vorfinanzieren, die dann hinfällig waren. Vielleicht ergeben sie auch im Transferbereich Schäden, die man noch nicht einkalkulieren kann. Ich kann mir vorstellen, wenn ein Spieler nicht kommt und wir dafür einen anderen Spieler kaufen müssen, der teurer ist, dass sich das ebenfalls in Form eines Schadensersatzanspruchs umsetzen lässt. Aber da will ich noch nicht zu sehr nach vorne preschen. Die Dinge müssen sorgfältig geprüft werden, weil das auch relatives Neuland ist. Tja, es kam dann doch zu einem Entscheidungsspiel, eine weitere Woche später. Es waren noch nicht wieder alle Spieler gesund bei Fortuna Köln. Und die gesund waren, die waren jetzt noch nicht wieder voll im Training. Und deswegen wurde das eine recht einseitige Angelegenheit. Die beherrschende Frage vor dem Spiel lautete, mit wie vielen Spielern läuft Köln auf? Fortuna hat, so viel vorweg, eine Mannschaft zusammenbekommen. Es fehlten wegen gelber Karten Libro, Richter und Verteidiger. Hutwelker wegen Verletzung nicht dabei. Siegmann, Heinen, Schröder, Aussem und Mittelstürmer Kurtenbach. Vier Spieler, Jarezki, Schlösser, Gede und Helmes, sind zwar weiterhin krankgeschrieben, durften allerdings, wie es offiziell hieß, einen Arbeitsversuch starten. Das heißt, überstehen sie das Spiel ohne Beschwerden, gelten sie anschließend als gesund. Lustig, aber wahr. Bleiben bei Fortuna 11 gesunde, voll arbeitsfähige Spieler. 50.000 Zuschauer im Stadion, darunter vielleicht 25.000 Borussen-Fans. Der Anpfiff. Die Frage war, wie würden die Spieler auf die Vorgänge der letzten 10 Tage reagieren? Ein Eckball, Raducanu. Er tritt die Ecken von rechts, schon über eine halbe Stunde gespielt. Verwirrung im Strafraum. Und da war es. Reingehechtet. Das Führungstor für Borussia Dortmund durch Vorstopper Dirk Kuke. Ausgerechnet durch den Mann, der bislang nur den Abstiegskampf kennengelernt hat. Zuerst bei Union Solingen, dann in Bielefeld, stieg mit der Arminia ab, wechselte nach Dortmund, weil er, wie er sagte, endlich mit dem Abstiegskampf nichts zu tun haben wollte. Michael Zorc erzielt nach 44 Sekunden nach dem Wiederbeginn das zweite, vielleicht schon vorentscheidende Tor für Borussia. Ja, war das der Klassenerhalt? Noch einmal das Tor. Zorc steigt am höchsten. Auch schlecht gedeckt von der Kölner Abwehr. Auch Jarezki, der Torwart, sah nicht gut aus. Er blieb auf der Torlinie stehen. Die Dortmunder entschlossen. Zorc schießt aus der zweiten Reihe. Und an der Brücke ist zur Stelle das 3:0. Ja, das musste es doch nun gewesen sein für Borussia Dortmund. Auch hier sehen wir die Zeitlupe, der mutige Schuss von Zorc aus etwa 20 Metern. Und an der Brücke reagiert am schnellsten und sie sehen es den weißen Spielern an. Sie bleiben stehen, resignieren. Die Entscheidung war natürlich jetzt gefallen. Jetzt ging es nur noch um die Höhe des Ergebnisses. Das 4:0 haben wir leider nicht drauf. Stork erzielte es nach einem Freistoß. Dies ist schon das 5:0 durch Daniel Simmes. Noch 60 Sekunden zu spielen. Zorc, der schon das zweite Tor erzielt hatte, schießt mit nach diesem Solo das 7:0. Die Fortuna konnte einem nun leid tun. Sie war, wie die Boxer sagen, stehend K.O. Und schauen Sie, was Raducanu macht. Er behält die Ruhe und Übersicht, legt Pagelsdorf vor und, naja, an einem solchen Abend klappt einfach alles. Das achte Borussentor, 8:0, mit dem Schlusspfiff erzielt. Schiedsrichter Tritschler pfiff erst gar nicht mehr an. Und hier haben Sie es noch einmal auf einen Blick. Fortuna Köln bleibt somit in der zweiten Bundesliga, geht ohne Löhring sicherlich schweren Zeiten entgegen. Hannes Linsen, Wunder gibt es im Fußball sehr selten. Selten, ja. Wir haben verloren, wir haben es nicht geschafft. Ne? Für die meisten Spieler oder für viele Spieler dieser Mannschaft war es schon eine Leistung, heute überhaupt aufzulaufen. Ne? Ein Jahr Arbeit, ne? Und ein Jahr Arbeit mit einer unheimlich
guten und motivierten Mannschaft ist vorbei. Ne?